Herzlich willkommen bei Radio Form. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am Freitag ist Derby in Flensburg. Dritte Liga, der DHK gegen die SG Flensburg-Handewitt 2. Jannis und Ole sind bei mir, gerade gegen den THW gespielt. Wie kann man sich denn da auf die Liga konzentrieren, wenn man gegen die Weltstars und die Nationalspieler gerade spielt? Ja, also im Prinzip gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist halt ganz was Besonderes, weil die Leute kennt man sonst aus dem Fernsehen. Jetzt gerade von der Europameisterschaft hat man ja auch viele gesehen. Und die dann mal live und in Farbe zu erleben und gegen die sogar spielen zu dürfen, ist ein tolles Erlebnis. Wir hätten uns vielleicht gewünscht, dass das einen kleinen Tick knapper ausfällt, aber also die haben schon echt gezeigt, was sie können. Das war schon teilweise beeindruckend, wie schnell und dynamisch die Spieler eigentlich sind. Das fällt im Fernsehen teilweise gar nicht so auf. Es war so ein bisschen Tag der offenen Tür. 21:47 das Endergebnis. Du sprichst es an, ist letztendlich eine weite Kluft, aber ihr habt auch zeitweise richtig aufblitzen lassen, was ihr drauf habt. Wo steht denn der DHK jetzt Ende Januar vor dem Flensburg-Derby, Jannis? Also ich glaube, das Spiel dürfen wir jetzt auf keinen Fall als Gradmesser nehmen, aber ja, wir haben gegen Potsdam, glaube ich, gezeigt, dass wir auch in der Liga gut Punkte holen können. Wir müssen uns ein bisschen auf unsere Abwehr konzentrieren, glaube ich. Wir haben auch gegen Potsdam, wo wir das Spiel gewonnen haben, dieses Jahr 35 Gegentore gekriegt. Da haben wir dann zum Glück auch 39 geschossen, aber das können wir jetzt auch nicht jedes Mal erwarten, dass wir so viele Tore machen. Ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir uns da unten so ein bisschen rausarbeiten jetzt nach und nach. Aber die Liga ist wirklich stark, finde ich. Also auch die Mannschaften, die unten drin stehen, da stehen auch Mannschaften wie Rostock und ja, größere Namen drin. Und ja, also das wird noch ein ganzes Stück Arbeit sein. Es ist ein unfassbar verrückter Abstiegskampf, das können wir, glaube ich, festhalten. Wie ist die Marschroute jetzt am Freitag beim Tag der Youngster in der Flens Arena? Ich meine, das letzte Derby ist noch gar nicht so lange her. Ja, das dürfte uns allen noch negativ im Gedächtnis sein, weil da haben wir wirklich im Prinzip keinen Stich gesehen über 60 Minuten, auch wenn das am Ende nur 6 Tore waren. Hatte ich das Gefühl, da hätten wir auch noch 2 Stunden weiterspielen können, hätten das nicht gewonnen. Dementsprechend ist es natürlich schön, dass wir jetzt so schnell die Möglichkeit haben, das Ganze wieder gerade zu rücken. Das wäre schon ein großer Schritt, wenn wir da wirklich auch 2 Punkte mitnehmen können. Ausgangslage ist klar, ihr habt 13 Punkte plus Punkte auf der Habenseite. Flensburg, die Youngster von der SG 12, also es ist eng und die Abstiegsregion 10. Also es ist unfassbar spannend. Jannis, ich brauche noch zum Abschluss eine Kampfansage für Freitag. Ja, also ich glaube, zum Derby braucht man gar nicht so viel sagen, da sind alle heiß. Wir kennen uns alle gegenseitig, die SG und wir. Und ja, wir werden alles reinhauen und dann hoffentlich 2 Punkte aus der Flens Arena mitnehmen. Also wird sehr, sehr spannend. Freitagabend, Anpfiff. Ich bedanke mich, Jannis Timm und Ole Zakrzewski. Vielen Dank.